Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie und euch ganz herzlich zu unserem 12. IMK-Forum begrüßen. Ganz besonders begrüßen darf ich auch den DGB-Vorsitzenden Rainer Hoffmann, der heute hier ist. Ich freue mich sehr, dass so viele gekommen sind. Wir haben eine Rekord-Teilnehmer-Anmeldezahl. Das realisiert sich immer meist im Laufe des Nachmittags vollständig, wie das so ist in Berlin. Man ist nicht allein auf dem Markt. Und ich freue mich immer, wenn es uns gelingt, weil wir ja ein Jahr Vorlauf haben, ein Thema zu wählen, das auch nach einem Jahr noch aktuell ist. Und ich glaube und fürchte, das ist uns gelungen. Denn Krise der Globalisierung ist nun gerade auch in dieser Woche ein Thema, was uns alle, die sich mit Ökonomie beschäftigen, umtreibt. Die Debatte um Zölle, die Debatte um die Gestaltung der Weltwirtschaft, der G20-Gipfel, die intensiven Gespräche darüber, wie Europa auf die Androhung des amerikanischen Präsidenten reagiert. All dies sind ökonomisch sehr relevante Ereignisse, die die Zukunft hier noch stark bestimmen können, wenn sie substanziell werden sollten. Aber wir wollen nicht in der aktuellen Tagespolitik heute stehen bleiben, sondern auch darüber nachdenken, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie konnte diese Krise überhaupt entstehen? Und natürlich vor allen Dingen, wie können wir sie überwinden? All dies soll uns heute Nachmittag beschäftigen. Und ich glaube, wir haben ein gutes Panel hier zusammenbekommen. Und vor allen Dingen freue ich mich sehr, dass wir eine Moderatorin gewonnen haben, die nicht nur moderieren kann, sondern sich in diesem Thema sehr gut auskennt. Ich freue mich sehr, dass Frau Peter Prinzler von der Zeit uns durch den heutigen Nachmittag führt und ich übergebe gerne an Sie. Herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem hoffentlich hochinteressanten Nachmittag. Ich bleibe hier unten stehen, weil Sie von mir jetzt gar nicht so viel sehen werden am Anfang. Mein Job ist in erster Linie, Sie erst einmal zu begrüßen, Ihnen dann die Redner, die wir heute haben, vorzustellen und Ihnen dann noch vielleicht mit auf den Weg zu geben. Es gibt eine Menge Veranstaltungen, wo ich die Veranstalter dann immer dazu bringe, die Diskutanten dazu zu bringen, ihre Folien wegzuschmeißen, weil ich sage, es ist immer besser, wenn die Leute miteinander diskutieren. Hier ist das explizit erstmal am Anfang nicht gewünscht. Sie kriegen gleich Folien zu sehen. Der Hintergrund ist aber ganz einfach folgender. Diese Veranstaltung dient dazu, erstens mal sich gegenseitig ausreden zu lassen und zweitens dann damit die Grundlage dafür zu legen, dass wir vielleicht auf einem höheren Niveau der Verwirrung hinterher klüger miteinander diskutieren können. Wir werden das Ganze also so veranstalten, dass Sie im Laufe des Nachmittages 4 etwas längere Vorträge hören werden, bei dem Sie immer zu dem Vortrag dann direkt Nachfragen stellen können, wenn irgendeine Folie vielleicht doch zu volkswirtschaftlich verkompliziert war. Wir haben hier 2 Volkswirte sitzen, die grinsen schon, also fragen Sie ruhig nach, wenn da was nicht zu verstehen ist. Und wir werden dann im letzten Teil miteinander diskutieren. Bevor das Ganze aber losgeht, kriegen wir jetzt eigentlich oder hoffentlich schon die Antwort auf ganz viele der Fragen, die wir so haben, wie man nämlich mit dieser Globalisierung denn anders umgehen soll. Der Gustav Horn hat mich eben so freundlich vorgestellt und hat gesagt, na, die weiß was von dem Thema. Journalisten wissen ja immer was von Themen, wenn sie 5 Minuten klug drüber reden können. Ich hoffe, ich schaffe das 10 Minuten, das mute ich Ihnen aber jetzt nicht zu. Der Grund, warum er das aber gesagt hat, ist wahrscheinlich, dass ich in der ganzen Auseinandersetzung über TTIP sehr viel geschrieben habe. Da habe ich mich auch mit dem Herrn Felbermayr, der hier vorne sitzt und gleich zu Ihnen reden wird, immer gerne heftig gestritten. Das tun wir bestimmt auch künftig weiter. Damals aber, weiß ich, hatten wir eine sehr große Debatte über Handelspolitik und den Welthandel und wie man ihn gerechter machen kann. Und die ist im Moment, so ist mein Gefühl, zum Erliegen gekommen. Es gibt auf der einen Seite diese irren Trumpianer und auf der anderen Seite die bösen Protektionisten. Und die Aufgabe von diesem Forum, wenn es so läuft, wie ich mir das wünsche, ist, dass wir so eine Art dritten Weg erfinden oder wiederfinden, nämlich uns der Frage oder Antworten auf die Frage finden, wie kann man denn eine Globalisierung so gestalten, dass man nicht wie Trump die Zölle einfach hochfährt, sondern dass man Regeln
erfindet und dann auch noch politisch durchsetzt, die fair sind. Eigentlich müsste der Redner, der jetzt kommt, nämlich Rainer Hoffmann, Chef vom DGB, die Antwort auf all die Fragen haben und dann können wir nach Hause gehen. Rainer Hoffmann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Pinzler, erstmal ganz herzlichen Dank für die extrem charmante Anmoderation. Ich werde allerdings die Erwartung, die an mich gesetzt wurde, jetzt nicht erfüllen. Dann könnte ich, glaube ich, meiner Aufgabe, hier nur ein Grußwort zu sprechen, nicht nachkommen. Ich will mich aber, so wie Gustav Horn mich drum gebeten hat, auf ein Grußwort beschränken, weil ich finde, diese Veranstaltung hat in der Tat einen extrem hohen Stellenwert. Es ist mittlerweile das 12. Mal, dass das IMK ein Forum durchführt. Und Gustav Horn hatte eingangs darauf hingewiesen, die Thematik ist schon vor einem Jahr ausgewählt worden. Aber auch damals, Gustav, wussten wir, das Thema wird weiter aktuell bleiben. Es wird weiter brennen. Nur, dass wir mittlerweile in einer zugespitzten Situation angekommen sind, wo beispielsweise Strafzölle auf Whisky, Strafzölle auf Jeans oder auf Harley-Davidson gefordert werden, die sich eigentlich anhören wie eine Strafsteuer für Rockerbanden. Das hätten wir, glaube ich, alle nicht erwartet. Weil das ist die Antwort, die die EU-Kommission auf die handelspolitischen Pläne von dem US-Präsidenten Trump in die Diskussion eingebracht hat. Und ich denke, das wird nicht zielführend sein. Und wir als Gewerkschaften haben uns seit Jahren, ja eigentlich seit Jahrzehnten, damit auseinandergesetzt mit der Frage, wie gelingt es, dass die ja durchaus vorhandenen Wohlfahrtsgewinne, die mit der Globalisierung einhergehen, auch gerecht verteilt werden. Und wir müssen erleben, dass die Profite, die Gewinne der Globalisierung immer ungleicher verteilt werden und dass die Kollateralschäden, die damit verbunden sind, auch mit eine Ursache dafür sind, dass Menschen vor Entgrenzung, vor Verunsicherungen, auch in rechtsnationalen, populistischen, protektionistischen Antworten eine Lösung vermuten. Dies ist aus gewerkschaftlicher Sicht dezidiert keine Antwort, geschweige denn eine Lösung. Was wir allerdings brauchen, ist eine offensive Auseinandersetzung, die wir zum Teil geführt haben, als Gewerkschaften geführt haben, zum Teil mit den Organisationen der Zivilgesellschaft geführt haben, hier in Berlin beispielsweise in beeindruckender Weise durchaus auch uns für eine andere Handelspolitik engagiert haben, weil dabei gab es durchaus unterschiedliche Nuancen. Für Gewerkschaften kam es nie darauf an, dass wir Handelspolitik verhindern wollen. Wir haben sie kritisiert in der Form, wie sie stattfindet. Und nach gut einem Jahr mit einem US-Präsidenten Trump könnte man ja geneigt sein, es ist ein Versäumnis gewesen, dass es nicht gelungen ist, TTIP vom Kopf auf die Füße zu stellen, dass wir eine Handelspolitik bekommen, die in der Tat den Ansprüchen von fairer Globalisierung gerecht wird. Und in der Tat, es ist kein Zweifel, dass die Globalisierung, so wie wir sie aus den letzten Jahren, aus den letzten Jahrzehnten her kennen, unter Druck geraten ist und dass gerade wir als Gewerkschaften immer wieder erleben müssen, wie aufgrund von Globalisierung nicht nur Globalisierungsgewinne ungleich verteilt werden, sondern Arbeits- und Lebensbedingungen erheblich unter Druck geraten, weil wir keine gemeinsamen globalen Spielregeln haben, weil beispielsweise Daseinsvorsorge ständig unter neoliberalem Globalisierungsdruck steht und wir endlich sowas wie eine Global Governance brauchen. Und da war für Gewerkschaften eine Antwort natürlich immer die gewesen, dass beispielsweise die Internationale Arbeitsorganisation in Genf gestärkt wird, um den Grundsätzen von humaner Arbeit, den Grundsätzen von gewerkschaftlicher Interessenvertretung, von guter Bezahlung, den
Anforderungen an gesunde Arbeit Rechnung geleistet wird. Stattdessen erleben wir beispielsweise, jeder wird sich daran erinnern, Rana Plaza, wo eine Textilfabrik eingestürzt ist, 1200 Menschen ums Leben gekommen ist, weil dort zu Bedingungen gearbeitet werden musste, die schlicht und ergreifend menschenunwürdig sind. Auch das sind Kollateralschäden der Globalisierung, wo eine Antwort mit Sicherheit darin besteht, endlich damit ernst zu machen, das, was die UN geschaffen hat und das, was in der Erklärung von Philadelphia 1949 verabschiedet wurde, dann auch in reale Politik umzusetzen. Und für uns gehört natürlich mit dazu, auch dafür haben wir uns eingesetzt, dass wir eine andere Handelspolitik brauchen. Eine Handelspolitik, die eben nicht nur den neoliberalen Politikmustern folgt und die Interessen von internationalen Investoren berücksichtigt, sondern wo wir gemeinsame Spielregeln haben, die mit dazu beitragen, dass beispielsweise der Unfug mit privaten Investitionsgerichten aufhört, die damit aufhört, dass die öffentliche Daseinsvorsorge immer weiter zum Gegenstand von neoliberaler Liberalisierung gemacht wird und die damit aufhört, dass Arbeitnehmerrechte, dass Gewerkschaftsrechte international missachtet werden. Die hässlichen Seiten der Globalisierung haben wir kennengelernt und wir erleben gegenwärtig, dass das, wo wir als Gewerkschaften eigentlich immer eine Perspektive drin gesehen haben, dass Europa die Antwort auf die Herausforderung der Globalisierung sein kann, dieses Europa, was uns eigentlich viel zu wichtig sein muss, erheblich unter die Räder gekommen ist und erheblich auch, was Vertrauensbeziehungen zu den Bürgerinnen und Bürgern in Europa betrifft, unter die Räder gekommen ist. Und vor gut einem Jahr hat keiner damit gerechnet, dass die Mehrheit der Menschen, der Bevölkerung in Großbritannien sich nicht für den Verbleib in der Europäischen Union ausspricht. Und kein Mensch hatte damit gerechnet, dass so ein Wahnsinniger wie Trump Präsident der Vereinigten Staaten werden könnte. Und deshalb sage ich aus aktuellem Anlass, und einige hatten von Ihnen vielleicht Gelegenheit gehabt, gegen 1 Uhr die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zu hören, dass es höchste Zeit ist, dass wir Europa wieder auf den Pfad bringen von nachhaltigem Wachstum und Beschäftigung und Europa letztendlich aber auch die Antwort sein muss, die Herausforderung der Globalisierung zu gestalten, weil jeder Nationalstaat allein damit bei weitem überfordert ist. Und wenn wir alle, glaube ich, nicht wirklich damit gerechnet haben, ich hatte nicht damit gerechnet, immer noch eine Hoffnung gehabt, naja, Brexit, das wird wohl nicht passieren. Heute die Menschen wesentlich sensibler sind, dass wenn es nicht gelingt, Europa zu reformieren und die deutsch-französische Achse wieder auf Spur zu bringen, dass dann bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in Frankreich uns ein Frexit drohen kann. Dieses wäre das Ende der Europäischen Union und die Voraussetzung der Gestaltung von Globalisierung würden sich massiv verschlechtern. Deshalb finde ich, die Krise, die uns gegenwärtig konfrontiert, ist natürlich auch immer eine Chance und diese Chance muss dringend genutzt werden in einer Stärkung der Europäischen Union, nicht in einer Schwächung. Wir brauchen einen Kurswechsel in Europa und zumindest die Potenziale für einen solchen Kurswechsel haben wir gesehen in dem ersten Kapitel des Koalitionsvertrages. Wenn das annähernd umgesetzt würde, was da versprochen wurde, dann haben wir eine Chance, Europa wieder auf den richtigen Pfad zu bringen und damit auch die Grundlagen für eine faire Gestaltung von Globalisierung deutlich zu verbessern. Dafür werden wir uns einsetzen und dafür brauchen wir aber auch den kritischen Dialog, die Auseinandersetzung um Perspektiven einer fairen Globalisierung. Und ich gehe davon aus, dass diese Tagung heute Nachmittag mit interessanten Beiträgen, aber auch wichtigen Diskussionen, Anregungen dafür geben wird. Dafür bedanke ich mich jetzt schon ganz herzlich und wünsche der Tagung einen guten Verlauf und gute Ergebnisse.